So, jetzt aber noch einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zweifox. Heute die Folge 7. Und ich habe gerade vergessen, bei Outer City auf Aufnahmen zu drücken. Ich habe hier einiges erzählt, aber dann zu spät gemerkt, dass ich auf Aufnahme, nicht auf Aufnahme gedrückt habe bei Outer City. Ja, was habe ich jetzt alles gerade erzählt gehabt? Ich versuche es noch einmal. So war eine kleine Zusammenfassung gewesen, was wir letzte Folge gemacht hatten. In der Folge 6 haben wir erfolgreich diesen Saal da oben weggescheucht von der Brücke. Dazu hat sich ja Spyfox als Ablöse verkleidet und ein bisschen die Stecho manipuliert, sodass Saals Schichtende etwas früher herbeigeführt wurde. So, jetzt haben wir die Koordinaten, wo wir hin müssen, wo die sofort aufgrund da nachts immer hinfährt, um da irgendwas abzuladen. Und Spyfox hat sich jetzt gedacht, ich natürlich auch, wir werden jetzt hier mit unserem Captain, wie hieß er nochmal, weiß ich gar nicht. Ich nenne ihn ja Captain Cork, weil er hier mit seiner USS Enterprise, mit der ersten Preis hier uns gesagt hat, ja, wir können mit ihm fahren, da wir ihn den Glücksbringer wieder von Mr. Weser, von Speckschwart oder Weser geholt haben. Ja, ich würde sagen, wir drücken einmal nochmal hier oben drauf. Kann man da auch drücken? Nee, da kann man nur nach oben gehen. Spyfox, nein! Komm zurück nach unten! Ich weiß. So. Ich weiß, ich bin ein Spielkind. Yeah. Ich würde sagen, kurze Rede, langer Sinn. Wir steigen jetzt hier ein. Man kann dem Ruf des Meeres nicht widerstehen, nicht wahr? Auch wenn es ein Ärgespräch ist. Lassen Sie mich meine Karte holen und zeigen Sie mir, wohin Sie fahren wollen. Ja, wo war das nochmal? Warte mal, das habe ich mir jetzt letztes Mal aufgeschrieben gehabt. Ich glaube, das war Längengrad 80 und Breite 20, kann das sein? Warte mal eben, Länge? Warte mal, wie Längengrad ist der hier? Ich bin schon ein bisschen raus da. Und dann 20. Ich meine, das wäre hier gewesen. Das sieht wie ein idealer Platz für Erkundungen aus. Tja, ich hoffe, es war richtig. So, dann lass uns doch mal fahren, ne? In Ordnung. Auf geht's. Ich lasse die Seekarte hier, falls wir sie später nochmal brauchen. Hier draußen hört es sich an wie in einer Seemuschel. Sind wir jetzt richtig? Ja oder ja? Ich weiß es nicht. Ich frage mich Folgendes. Wenn ich ein böser, besessener, fehlgeleiteter, egoistischer Erzschurke wäre, wo würde ich meine geheime Festung bauen? Tja, ist eine gute Frage. Wir müssen einmal eintauchen. Apropos eintauchen, warte mal eben. Ich frage mich Folgendes. Wenn ich ein böser... Ja, komm, nimm, zieh den Froschanzug an, mein Freund. Ich glaube, im Augenblick bringt es nichts, den Froschanzug anzuziehen. Nicht? Ich glaube, das war falsch, wo wir sind, wa? Dann mal zurückfahren. Ich glaube, wir sind an der falschen Position, wa? Ich frage mich Folgendes. Wenn ich ein böser, besessener, fehlgeleiteter, egoistischer Erzschurke wäre, wo würde ich meine geheime Festung bauen? Wahrscheinlich ganz woanders. Warte mal, jetzt sind wir... Komm, fahr nochmal hier hin. Ich wollte da schon immer hin. Okay, es geht los. Sind wir schon da, oder was? Ja, ich sehe mich gerade vor einem Rätsel. Ich blätter mal kurz in meinen Unterlagen. So, da habe ich doch geschrieben. Längengrad 80, Breite 20. Oder war das 85 gewesen? Warte mal eben. Die ist hier. Weil ich habe das gerade, ich habe das ein bisschen komisch. In auf geht's. Interessant. Eine weiße Wasserfläche. Ich habe noch nie so weißes Wasser gesehen. Moment mal. Das ist Milch. Kuhmilch. Und nicht mehr besonders frisch. Okay, also dann war das eine
85 und kein 80 gewesen. Ja, also hier haben wir Milchteppich, wie man sieht. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal eben unseren Froschanzug an. Ja, der wirklich ein Frosch ist. Jetzt bin ich eine kräftige grüne Schwimmmaschine. Ist das nicht schön? Komm, jetzt können wir eintauchen. Ab in die Milch. Oh ja, die Unterwasserschönheiten des Mittelmeers. Oh, guck mal, Fisch. Warte mal, da sind Boote, Fischerboote. Warte mal, ich fass mal hier eben an. Hi, Wurm. Ich glaube, Würmer haben so eine Art Froschphobie. Naja, so eine Angelleine könnte sich als nützlich erweisen. Warte mal, kann man... Ich schwimme mal eben mal mit dem Fischerboot woanders hin. Oh, was ist das denn hier alles hier? Ja, hi, hi. Okay, ich schwimme wieder zurück. Warte mal, kann man hier an dem Boot anklopfen? Ich hoffe doch sehr, dass diese Boote da oben wirklich angeln und nicht nur aus Gemeinheit Würmer ertränken. Das hoffe ich auch. Was kann man mit dem Boot jetzt eigentlich machen? Warte mal eben. Aha, aus diesem Rohr muss die ganze Milch kommen. Was für eine schreckliche Verschwendung. Das muss ich abstellen. Ich weiß. Warte mal, wir müssen aber... Ich will aber hier mit dem Haken was machen. Fischen macht süchtig. Ein kleiner Biss und man hängt dran. Komm. Ich kann noch nicht gehen. Es sieht so aus, als ob der andere Wachposten zurückkommt. Ach, das sind zwei Wachen. Warte mal eben. Warte mal, muss ich... Ich sollte warten, bis mich der Wachposten nicht sehen kann. Ah, und dann... Ah, okay. Auf geht's. Es ist der gefürchtete Konteradmiral, auch bekannt als Spion Manöver Nummer 41. TNG? The Next Generation? Ich muss einen guten Fischermarken haben. Dieser Angler wird jetzt eine schöne Geschichte erzählen können. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, ich habe einfach nur intuitiv gehandelt. Ich habe einfach den Wurm genommen und jetzt einen Haken hingelegt. Okay, ich muss den wegangeln. Warte mal, das andere muss ich auch mit dem hier machen. Warte mal eben. Okay, jetzt habe ich's raus. Ja, diese Würmer haben ganz sicher die Froschphobie. Und dann werde ich nochmal hier richtig mal erkunden, was hier unten los ist. Okay, warte mal, jetzt muss ich warten, bis der nach da geht. Na, guck mal, hier ist ein russisches U-Boot gesunken, so wie es aussieht. Und go! Es ist mir so unangenehm, unter Wasser eine schlechte Botschaft zu überbringen, aber ich habe keine andere Wahl. Wie bitte? Mano. Ach, Sing steht da. Was zum? Das habe ich im Spion-Sommerlager gelernt. Ach, das waren noch Zeiten. So, apropos Zeiten. Ich werde aber jetzt trotzdem mal hier zurückfliegen und ihm gucken. Jetzt sind die beiden weg. So, warte mal. Was bist du denn? Oh? Haha, die können die Farbe ändern. Kannst du auch was? Ich frage mich, ob dieser Milchteppich Katzenfische anzieht. Ach, guck mal. Ich den kannst du kitzeln. Was hat Willi Verbrecher bloß vor? Will er ein Unterwassermilch? Das Wasser ist so pasteurisiert und hat so viele Vitamine. Tja, jetzt habe ich ihn gerade abgewürgt. Jetzt wollte er fragen, was hat Willi vor? Warte mal, was ist das denn hier? Hä? Ich klicke hier drauf und die Muschel macht was. Wer bist du denn? Sieht aus wie ein Rocken, ne? Hä? Gar keine Frage. Das ist eines von Willi V. Brechers wahnsinnigen Hirngespinsten.
Okay. Ja, das hätte ich vorher machen sollen. Ich war nur ein bisschen zu schnell gewesen. Warte mal, können die Blasen was? Ich möchte eigentlich alles von dem Spiel mitnehmen. Okay, die tören sich wieder. Und du machst bestimmt eine Trompete, wetten? Ja, ich würde sagen, ich schwimme mal weiter. So. Jetzt gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Das war jetzt hier eben nur, ich habe hier nur zu heil gesehen und habe jetzt nicht gesehen, dass das Wachen waren. Ne? Ich habe gedacht, das wären so Metallhaie und deswegen habe ich gedacht, komm, zack, zack, lässt die mal angeln. Das ist ein russisches U-Boot. Ist in die Rote Oktober vor den Grund gelaufen oder was? Könnte auch die Kurs gewesen sein. Ich muss mal immer überall drauf drücken. So, warten nun. Warte mal, das Rohr. Hier kommt Milch raus. Hier ist ein Schiff. Ja, und die tanzt wieder, okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier hinschwimme? Aha. Da ist schon wieder ein russisches U-Boot gesunken, so wie es aussieht, wa? Ach, warte mal, guck mal. Rakete und das ist ein U-Boot wahrscheinlich gewesen. Und das ist hier aufgeschlagen und ist dann... Okay, was passiert, wenn ich hier reingehe? Entschuldigung. Okay. Dann müssen wir hier hin. Warte mal eben. Ich klicke wieder mal drauf rum. Ihr kennt mich ja. Ich gucke mir mal das U-Boot eben an. Der Sitz fehlt. Vielleicht hat ihn der Pilot als Schwimmhilfe benutzt. Was macht man jetzt hier? Ich habe gerade keine Ahnung. Warte mal. Hier in diesem Cockpit gibt es tausend Möglichkeiten. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen müssen. Ja, warte mal eben. Eben mal gucken. Hier haben wir eine Tür mit einem Pflaster. Aber was ist das denn hier unten? Eine Kiste mit alten Flugzeugsicherungen. Einen solchen Fund würde ich ungern liegen lassen. Ich würde sagen, die kann man hier gut gebrauchen, ne? Nicht da, sondern hier. Weil die scheinen hier rausgeschleudert worden zu sein. Ich gucke mal eben hier. Oh oh, diese Stahltür sieht ziemlich dick aus und ich habe meine Laserzahnbürste schon benutzt. Ich muss einen anderen Eingang finden. Dann habe ich sogar eine Idee. Weil wegen, gucke mal. Das Schiff ist doch direkt hier gestrandet oder Flugzeug, U-Boot, was immer es war. Das sind immer noch die Russen, würde ich sagen, weil Roter Stern oder Kommunisten. Ach du, wieder, hi. Ja. Und dann könnte man doch hier das Ganze wieder aktivieren und hui, die Rakete doch hier hinschießen, weil zufällig... Versuchen wir mal. Aber nur ganz zufällig. So, mal eben gucken. Warte mal eben. Mäuseklavier, geil. Ich werde mal eben speichern, weil wegen... Könnte sein, dass wir... Gleich... Boah, ist das laut auf meinen Ohren gerade. Weil, falls ich was falsch mache... So, warte mal. Wo könnte man hier Sicherungen einbauen? Guck mal, den Tic-Tac-Toe. Das sieht aus wie ein Raketenabschussknopf. Jetzt kann ich die Tür durchbrechen. Allerdings scheint etwas kaputt zu sein. Ja, und genau das müssen wir nämlich einbauen. Aber wo? Ich mach mal eben Folgendes. Komm, Rakete, Sicherung. Ich würde sagen, ich versuch's mal hier. Nö. Hä? Okay. Die Rakete lässt sich immer noch nicht abfeuern. Ich frage mich, ob ich irgendetwas übersehen habe. Das frage ich mich gerade auch. Warte mal, was ist das denn hier? Ah! Hier ist der Sicherungskasten vom Jet. Und es fehlen ein paar Teile. Ach du heilige Scheiße. Der Sicherungskasten von diesem Jet sieht wirklich kompliziert. Kann man die jetzt hier einsetzen? Diese Ersatzsicherungen müssen in den Kasten passen. Aber wo? Ach du Heiliger, das ist wieder so ein Puzzlespiel, ne? Ja.
grützig und verstehe die mal, sag ich gerade. Warte mal, muss man die jetzt... Ach so, okay. Ah, okay. Warte mal, so nicht. Hoffentlich fühlt sich diese Sicherung hier zu Hause. Ah, das ist ein Puzzle, okay. Dann gucken wir mal, wa? Ich nehme jetzt einfach irgendwas raus und versuche das mal reinzusetzen. Vielleicht klappt's ja. Nee, das klappt nicht. Das, warte mal, das auch nicht. Kann man die zurücklegen? Da kann man, okay. Warte mal eben. Bam, 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 bam. Nee, ich würde jetzt mal die versuchen und die mal hier reinsetzen. Warte mal, ey, was haben wir noch im Angebot? Nee, die nicht, aber fast. Ich versuch's mal mit der hier. Warte mal. Dann nehme ich jetzt die und dann haben wir noch one to go. Lass mal gucken. Die könnte das sein. Könnte, aber ist es nicht, okay. Zwei roten auf der Seite. Nee, dieses auch nicht. Hä? Warte mal, da fehlt doch was. Ich versuch's mal mit der hier. Ah, wunderbar. Und nü? Kann ich jetzt draufdrücken? Die Rakete lässt sich immer noch nicht abfeuern. Ich frage mich, ob ich irgendetwas übersehen habe. Was fehlt jetzt? Passt doch alles. Ah, guck mal, nee, der ist falsch. Okay, dann setze ich den wieder zurück. What the fuck? Nee, der geht auch nicht. Hat man hier, kann man hier noch und so. Oh, das könnte jetzt dauern, Leute. Kann man die Dinger irgendwie drehen oder so? Das ist falsch. Hier unten ist es auch falsch. Wir müssen auf der Seite drei rote haben. Aber ich sehe nichts. Kommt man hier, kann man ihm dazu machen und irgendwie woanders... Ich komme später nochmal zu diesem Sicherungskasten zurück. Ich lasse die Ersatzsicherungen hier liegen. Boah, fehlt da noch irgendwo eine Sicherung oder was? Oh Mann. Jetzt bin ich gerade überfragt, du. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, ja, sehen wir im nächsten Teil, weil ich möchte mal offscreen hier noch ein bisschen weiter puzzeln, weil, bevor ihr mich jetzt hier ablosen seht. Und wir hier, warte mal, kann man da hoch? Vielleicht ist hier noch was drin? Nee. Boah, das wurmt mich jetzt gerade. Oder hier habe ich da irgendwas übersehen, also das Teil, das muss irgendwo rumliegen. Aber ich kann doch nicht weiter gucken hier. Oder vielleicht muss ich irgendwas, was habe ich bei mir noch im Inventar rumliegen? Nicht viel. Ich versuche mal die hier Sprechblase. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Ich benutze die Sprechblasen, um Informationen zu sammeln. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Ich benutze die Sprechblasen, ja, um Informationen zu sammeln. Nee, also weiter kommen wir gerade nicht. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Teil wieder. Also bis denne. Tschüss.